Zeit. Wir holen heute nicht gut drauf. Das kann uns egal sein. Hit the nail on the head when he fell on his deathbed. The streets ran red with blood, sweat, and tears. It was too many years for liberation, colonization, enslaved the whole nation. Cecil stole that call in Rhodesia. Too many white folks catching amnesia. How convenient, history is not an agreement. I guess it's based on how you see it. Now we're wrong, you got it right. We gotta fight, it's related to the Africa. Africa's our land, the future's in our hands. Now here's a list of our demands. Reparation for what you stole. Hallo, mein Name ist Zora und ich arbeite als Erzieherin in einer Kindertagesstätte. Von mir wird erwartet, dass ich Kindern erkläre, was die Polizei ist, was ihre Aufgaben sind und dass ich ein gutes Bild vermittle. Wie soll ich das machen, wenn der sogenannte Freund und Helfer, wie die Nazis schon im Dritten Reich propagierten, so agieren? Wenn sie Kindesmissbrauch in ihren Chatgruppen posten, wenn sie die Werte, die in unserer Gesellschaft so wichtig sind, Offenheit und Toleranz, so mit Füßen treten, wenn sie Hetze gegen Schutzsuchende, wenn sie hetzen gegen Schutzsuchende, wenn sie hetzen gegen MuslimInnen. Kinder sagen oft, sie möchten PolizistInnen werden, wenn sie groß sind. Wenn sie wüssten, was für PolizistInnen es gibt, wären ihre HeldInnen aus den Bilderbüchern längst enttarnt. An alle, die das Verhalten der PolizistInnen rechtfertigen, wie könnt ihr es wagen? Wie könnt ihr das tolerieren? Wie könnt ihr zulassen, dass das Bild der Staatsgewalt wird? Wie kann es sein, dass ihr nicht mit allem, was ihr in euch habt, aufschreit gegen diese Widerwärtigkeit? Ich hoffe, die Versetzung der rechtsextremen Beamten aus dem SEK bedeutet nicht, dass ich die in Zukunft bei meinen Verkehrstagen in der Kindertagesstätte sehe. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Also wie sie dann den Kindern erklären, wie wichtig Helm und Licht am Fahrrad sind, ja, dann schmeiße ich die einfach raus. Also ich habe da echt gar keinen Bock drauf. Ich stehe und arbeite für den Schutz der Kinder. Wie soll ich diesen Schutz gewährleisten, wenn ich unter solchen Umständen arbeiten muss? Dankeschön.